Hallo ihr Lieben. Oh Gott, heute kommt ein Video, was ich echt schon lange plane und was jetzt wirklich endlich mal abgedreht werden muss. Und zwar, es geht darum, ihr wisst ja, ich bin ein richtiger LE-Fan und wenn es irgendwelche tollen Verpackungen gibt oder irgendwelche süßen Aufdrucke oder... Ach, weiß der Geier was. Also, wenn LE es rauskommt, ich bin immer ganz vorne mit dabei und ja, lasse da ordentlich was aus meinem Geldbeutel springen. So, dieser ganze Kram, der sich bei mir ansammelt, der muss natürlich irgendwo auch verstaut werden. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich gar keinen richtigen Schminktisch besitze, sondern meine Sachen wirklich in so einem Bücherregal, in so kleinen Kistchen und so weiter. Verstaue. Also nicht wirklich optimal und langsam ist es einfach so, dass der Platz auch eng wird und ich mal gewisse Dinge aufbrauchen muss. Wir wissen, wir haben einfach alle viel zu viel und das können wir gar nicht im Leben alles aufbrauchen und manche Dinge wollen wir ja auch gar nicht aufbrauchen. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind irgendwo ganz unten in unserer Schminksammlung und liegen da vor sich hin. Die mögen wir vielleicht auch gar nicht mehr so gerne benutzen oder haben wir vergessen, wie auch immer. So, genau, und um diese Produkte soll es heute gehen. Ich will euch die Sachen zeigen, die ich jetzt in den nächsten 3 Monaten verstärkt benutzen möchte, um sie vielleicht sogar aufzubrauchen, um Platz für Neues zu schaffen. Beziehungsweise gibt es ein paar Sachen, die von der Sparte her... Naja, ich sage jetzt zum Beispiel mal Eyeliner, ja? Es gibt zum Beispiel vielleicht einen Eyeliner, der mich interessiert, den ich mir gerne kaufen würde und wo ich mir dann jetzt aber eben zur Aufgabe gestellt habe, zu sagen, okay, du kaufst dir den Eyeliner, den du gerne haben möchtest, wirklich erst dann, wenn du das und das Produkt aufgebraucht hast. Ja, das wird nicht einfach werden. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch hat so ein Schlawiner auch irgendwo bei sich unten im Schminkkästchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich einfach begleitet und mitmacht, euch auch ein kleines Schächtelchen nehmt, eine kleine Dose oder wenn ihr sowas nicht habt, geht auch ein Blumentopf oder was. Und ihr die Produkte, die ihr jetzt in der nächsten Zeit verstärkt benutzen wollt, um sie aufzubrauchen, da reinpackt und einfach mit mir zusammen euch dieser Aufgabe stellt. Und dann würde mich wahnsinnig interessieren, was für Dinge ihr in eure kleine Box gepackt habt. Genau, lasst es mich wissen. Das interessiert mich nämlich wahnsinnig. Oder sagt ihr, ich habe echt nur so viel, wie ich auch brauche. Ich habe gar nicht zu viel und ja, mir geht es vollkommen in Ordnung hier. Lasst mich das doch mal wissen. Also ich würde sagen, wenn wirklich ein paar mitmachen, dann ist man ja auch motivierter durchzuhalten. Und bei mir ist es auch so, ich werde euch natürlich dann auch den Stand der Dinge zeigen, wie weit habe ich die Produkte schon benutzt. Und dann wird es nach Ablauf dieser 3 Monate dann auch ein Video geben und ihr werdet dann auch bei mir ganz klar sehen, hat die Alte das nur erzählt oder hat sie es auch wirklich eingehalten, ne? Also von daher stehe ich ja sowieso ein bisschen unter Stress. Gut, lang ist die Rede, kurzer Sinn. Ich sehe, wir sind schon bei fast 4 Minuten wieder und wir haben noch nichts gesehen. Also fangen wir an. Ich habe das so ein bisschen unterteilt, so wie ich das auch aufs Gesicht klatschen würde. Also fangen wir an mit einer Eye Base. Und zwar habe ich hier die Eye Base von Revival de Loop Young. Das ist so eine cremige Konsistenz. Und hier könnt ihr sehen, wie viel da noch drin ist. Also ich habe sie schon gut benutzt und finde sie auch eigentlich gar nicht schlecht. Interessiere mich aber für die MAC Paint Pots und hätte sehr gerne einen davon. Und ja, den gibt es aber erst, wenn das aufgebraucht ist. Das ist Produkt Nummer 1. So, nachdem die Eyebase theoretisch drauf ist, würde es ja dann weitergehen mit dem Lidschatten. Da habe ich zum einen hier von Essence Metal Glam so ein kleines Tübchen mit einem bronzefarbenen Liquid Eyeshadow, nenne ich es jetzt mal. Da kann man leider nicht so gut reinschauen, wie voll das noch ist. Aber anhand dieser Dose, wenn ich das so quetsche, würde ich sagen, bis hierhin ist es noch ungefähr voll. Ja, also noch richtig viel Produkt. Ich meine, da
ist ja nur dieses Liquid-Zeug, da klatschst du dir ja jetzt nur nicht, weiß ich nicht, da direkt so eine 2-Euro-Münzengröße drauf. Das ist ja viel zu viel fürs Auge. Das heißt, ich habe damit wahrscheinlich echt richtig gut zu tun, dass ich da auch nur annähernd irgendwie ans Ende komme. Aber ich habe so viele bronzefarbene Lidschatten und auch Lidschattenstifte, dass ich echt mal langsam das Kram, das Kram, den Kram aufbrauchen muss. Und deswegen kommt das mit in meine Box. So, als nächstes habe ich jetzt zwei Lidschatten, die ich an sich echt super finde, von der Pigmentierung und auch von den Farben. Aber das Problem ist, die sind von P2, diese hier. Heißen Metal Eyes Eyeshadows. Und ja, Problem ist bei denen, dass P2 da irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, bei der Herstellung Scheiße gebaut hat, weil, ich weiß nicht, ob er das erkennt, doch kann man gut sehen, die sind mir nämlich rausgebrochen. Beziehungsweise, ja, die kamen mir entgegen, mal so beim Schminken. Hab das so gut wie möglich wieder retten können. Aber Problem ist jetzt, dass ich die natürlich jetzt nicht wirklich so praktikabel lagern kann. Ich habe eigentlich so eine kleine Gruschelkiste, wo alle meine Mono-Eyeshadows drin sind. Und ja, je nach Lust und Laune gruschel ich dann da morgens so ein bisschen rum und gucke einfach, ach, was benutze denn heute so? Und die kann ich natürlich da nicht reintun, weil sonst zerbröckelt mir das Ganze und ich habe den ganzen Scheiß in der Box, ne? So. Beziehungsweise in diesem Kistchen. Bei denen muss ich es nämlich, wie gesagt, so machen, dass ich sie irgendwo einzeln ins Regal lege. Die kann ich leider nicht mit in meine Ich möchte es aufbrauchen Box packen. Ja, weil wie gesagt, sonst habe ich den ganzen Kladderadatsch dann da rumfliegen. So, das ist die zweite Farbe. Das ist so ein schönes Violett, wie ihr seht. Der hat so einen blauen Schimmer. Und wie gesagt, der ist mir auch komplett rausgebrochen. Also ich glaube, das liegt an dieser Serie. Im Allgemeinen. Also habt ihr auch welche davon? Und oh ja, ne? Vorführeffekt, seht ihr? Da ist er schon wieder rausgekommen. Ja, vielen Dank auch, P2. Habt ihr auch welche von dieser Serie? Und habt ihr das gleiche Problem? Oder bin ich einfach nur zu dämlich? Ich weiß auch nicht. Gut. Die beiden habe ich zum Beispiel auch heute verwendet für mein Augen-Make-up. Genauso wie ein paar andere Produkte. Ich kann euch das ja gerne mal zeigen. Also diesen lilanen habe ich auf dem beweglichen Lid und dieses taubfarbene in der Lidfalte. Gut, das helle hier vorne, das ist ein Pigment, das ist was anderes. Das benutze ich gerne. Möchte ich nicht unbedingt aufbrauchen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal heute damit gemacht, ne? Der gute Wille zählt. So, als nächstes, wenn der Lidschatten drauf wäre, dann würden wir vielleicht einen Kajalstrich ziehen, einen Eyeliner. Und dazu habe ich hier unter anderem von Revival de Loop so einen Kajalstift. Ihr seht, der ist nicht mehr, ne, der geht so groß, so ungefähr bis zu meinen Fingerspitzen. Fingerspitzen, genau, Fingerwurzeln hier unten. Ein schwarzer, normaler Kajal einfach. Und der ist auch in meinem kleinen Becher, wo ich meine ganzen Kajalstifte und Lip Liner und sowas drin habe, steckt der auch mit drin. Und dadurch, dass er halt schon relativ klein ist, ja, geht der halt irgendwie unter. Der, ne, der steckt dann da halt mit drin, aber ich sehe den irgendwie nie. Und ich hätte gerne von Manhattan, diesen Filzstift-Eyeliner, der interessiert mich sehr. Und von P2 gibt es so einen Eyeliner zum Raustrehen. Das ist das Stichwort. Da gibt es nämlich jetzt hier den nächsten Kandidat von Essence, den Long Lasting Eye Pencil. Das ist nämlich so einer zum Raustrehen. Und ich hätte, wie gesagt, gerne den von P2. Ich drehe euch das mal hier raus, dass ihr sehen könnt. So, wie viel da noch übrig ist von. Ich würde sagen, das sind so 1,5 cm. Die müsste ich noch aufbrauchen. Genau. Und dann habe ich noch einen dritten Eyeliner. Das ist hier der Essence Gel Eyeliner in dem Pöttchen. Kann ich euch mal zeigen. Den habe ich auch schon mal benutzt, wie man sieht. Aber im Vergleich zu dem ganzen Pott natürlich echt richtig wenig.
Und mein Problem dabei ist, also ich habe damit angefangen, den Eyelinerstrich zu ziehen und hatte dann diesen abgeschrägten Pinsel auch dafür. Das ging echt gut, war damit super zufrieden und durch diesen abgeschrägten Pinsel kriegt man auch total leicht den Wing hin. Aber mein Problem war dann halt eben, ich hatte echt keinen Bock, dann jedes Mal meinen Lidschattenpinsel bzw. diesen Eyelinerpinsel zu säubern, wenn ich mir da den Lidstrich gezogen habe. Weil wenn du den einmal benutzt hast, der wird ja bis zum nächsten Tag, wenn du den jetzt nicht sauber machen würdest, steinhart und dann kannst du ihn nicht mehr benutzen. Ja, deswegen habe ich mich bisher gescheut, den aufzubrauchen und muss mich da jetzt echt mal langsam dran setzen. Ich habe schon bei dem einen oder anderen gesehen, dass dafür diese schon vorgetränkten Wattepads mit Make-up-Entferner benutzt werden, um den Eyeliner-Pinsel da zu säubern. Ich weiß nicht, benutzt ihr so Gel-Eyeliner? Was macht ihr dann mit eurem Pinsel? Rennt ihr dann wirklich jeden Tag zum Waschbecken und macht den sauber? Oder was benutzt ihr denn da? Also was mir jetzt auch noch einfällt, wäre dieser MAC Brush Cleanser. Der interessiert mich auch ziemlich, aber natürlich auch wieder ein teures Produkt. Benutzt ihr den? Oder was macht ihr damit? Könnt ihr mir auch gerne schreiben, weil ich bin da echt so ein bisschen ratlos und ja, auch ein kleines bisschen faul. So, als nächstes wäre ja dann die Mascara dran. Da habe ich hier zum einen von Chanel die Inimitable Intense Mascara. Die habe ich mir, wie gesagt, im Dezember letzten Jahres gekauft und möchte ich gerne aufbrauchen, damit das teure Geld oder damit das viele Geld nicht umsonst ausgegeben wurde. Ja, hier ist es natürlich schwer zu sagen, wie leer die schon ist oder wie der Grad der Vertrocknung ist. Ich habe die gestern benutzt, also die funktioniert noch einwandfrei. Aber ich möchte sie gerne aufbrauchen. Mal gucken, ob ich das in den 3 Monaten schaffe. So, und dann habe ich hier noch 2 andere Mascaras, die ich gerne in Kombination dann benutzen möchte. Das ist einmal hier die I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Die benutze ich sehr gerne für die oberen Wimpern, habe ich auch heute benutzt. Und für die unteren Wimpern habe ich hier von Alverde Naturkosmetik den Small Size Star Kurze Wimpern Spezialist. Kann euch mal das Bürstchen zeigen. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant. Das ist so ein ganz dünnes Bürstchen, wie ihr seht, und ganz klein. Ja, und das kann man wirklich wunderbar benutzen für die unteren Wimpern. Aber oh, dieser Geruch von dieser Naturkosmetik, ne? Also ich kann das nicht riechen. Und deswegen möchte ich eben gerne die Chanel Mascara und diese beiden in Kombination aufbrauchen. So, danach würde ich dann ans Gesicht gehen und da hätte ich dann hier von Essence die My Base. So, genau. Das hier ist jetzt die Skin Perfection Make-up Base. Ich habe auch noch die andere, die ist so illuminating, also mit so Schimmer. Finde die auch beide ganz gut, aber ihr seht ja, ich habe die ja schon richtig gut benutzt. Also ungefähr bis zur Hälfte ist die leer. Und dann darf ich die jetzt auch mal langsam echt zu Ende aufbrauchen, um Platz zu schaffen für Neues, ne? Probieren wir es. Gucken wir mal, ob ich in den 3 Monaten da noch gut vorankomme beim Aufbrauchen. Okay, so, und nach der Base würde natürlich dann die Foundation kommen. Und zwar habe ich hier 2 Stück wieder. Zum einen habe ich hier von Revival de Loop das Natural Lift Make-up in der Farbe 01 Light Beige. Das ist von der Helligkeit oder vom Bräunungsgrad eigentlich ganz gut. Ich finde aber, das dunkelt nach. Und dadurch, dass es dann nachdunkelt, finde ich, passt es dann wieder nicht mehr ganz so gut. Ich gucke jetzt mal hier rein, weil das ist ja so ein kleines Glastiegelchen. Und die dürfte echt noch tatsächlich bis hier oben voll sein, ne? Puh, da habe ich echt richtig was vor mir. Also, ich finde diesen Duft irgendwie, also nett gemeint, so nach dem Motto. Weil eigentlich riecht der recht floral.
und ganz frisch, aber mit der Zeit geht er einem echt tierisch auf den Zeiger. Deswegen, oh, ja, wird das ein bisschen schwierig werden, das aufzubrauchen. Aber ich werde mein Bestes geben. So, als zweite Foundation haben wir hier von Catrice die Infinite Matte Up to 18 Hours Make-up, genau. Diese Variante gibt es gar nicht mehr. Die ist letztes Jahr aus dem Sortiment gegangen. Es gibt jetzt eine neue Formulierung davon, aber dieses Fläschchen gibt es so nicht mehr. Ich habe hier die Farbe 010 Light Beige, habt ihr ja auch da vorne schon gesehen. Und bei dieser ist es so, ich kann euch die ja mal nebeneinander halten im Vergleich zum Reval de Loup. Die ist sogar eigentlich noch mal einen Ticken heller, ne? Aber die ist halt eher so orangestichig oder gelbstichig, besser gesagt. Deswegen passt sie zu mir nicht ganz so gut und die dunkelt auch nach. Deswegen, jetzt wird es ja langsam Sommer, die Sonne scheint und wird eh ein bisschen brauner und deswegen hoffe ich, dass ich die dann ganz gut aufgebraucht bekomme. Laut dem Fläschchen, wenn ich das hier richtig sehe, dürfte sie ungefähr bis hierhin noch voll sein. Also etwas über die Hälfte ist noch drin. Und da werde ich mich jetzt, wie gesagt, die nächsten 3 Monate verstärkt dran setzen. Vielleicht werde ich sie auch mischen. Mal gucken. Werde euch dann berichten und dann auch den Füllstand zeigen nach den 3 Monaten. Ne? Gut, dann habe ich hier noch einen Concealer von P2. Den Feel Natural Concealer. Der hat eben eine sehr leichte Deckkraft und den habe ich auch schon gut benutzt und habe das Gefühl, der wird und wird einfach nicht leer, ne? Boah, das regt mich auf. Mich interessiert nämlich der Löscherauge. Den würde ich gerne haben, den Concealer. Und vorher wäre es nicht schlecht, wenn ich den aufbrauchen würde. Jetzt muss ich euch noch mal Folgendes zeigen. Ihr seht ja auf der Tube ganz klar, da steht ja 010, nicht wahr? Jetzt zeige ich euch mal was. Und zwar hier auf dem Deckelchen steht aber 020. Seht ihr das? 020 Natural Beige. Schon ziemlich abgegrabbelt, ich weiß. Da stellt man sich natürlich jetzt die Frage, was für eine Nuance ist das denn jetzt hier? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dadurch, dass es so eine relativ leichte Deckkraft ist, ist das nicht so schlimm. Wenn man das gut einarbeitet, dann geht das auch so. Ja. Okay, so, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Bronzing-Produkt. Ach Gottchen, ne? Und das habe ich echt am allerwenigsten von allen Produkten benutzt. Und zwar ist das von Catrice Sunglow. Matte Bronzing Powder for Lighter Skin. Seht ihr hier? Ich habe, wie gesagt, die Nuance 010 Light Bronze da oben. Und jetzt zeige ich euch mal, inwiefern ich den schon benutzt habe. Also ihr seht, dieser Druck, der da drauf ist, ist schon bisschen abgegrabbelt, ne? Aber ich versuche euch das jetzt mal hier zu zeigen. Das ist halt echt relativ orange. Seht ihr das? So, ne? Ist halt relativ orange. Und das gefällt mir halt an dem Produkt echt gar nicht gut. Deswegen verwende ich den halt auch nicht so gut, nicht so gerne. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich mir gedacht habe, als ich das Ding gekauft habe. Ich war jung und unerfahren, würde ich mal meinen. Nee, keine Ahnung. Ich dachte halt irgendwie aufgrund der YouTube-Videos, ja, du brauchst einen Bronzer, sowas hast du noch nicht. Keine Ahnung, in die Drogerie gelaufen. Ah ja, da steht für helle Haut, also mitnehmen. Ja, und jetzt bereue ich den Kauf. Aber ich werde mich bemühen, den zu benutzen. Einfach vielleicht ganz leicht mit einem großen Puderpinsel so ein bisschen an den Rand des Gesichtes und so weiter, dass ich so ein bisschen gebräunt aussehe. Vielleicht kriege ich ihn dann so ein bisschen aufgebraucht. Und dann habe ich hier noch von Clearface Manhattan das Compact Powder in
0,70 Vanille. Ich glaube, das kann man nicht so gut erkennen. Das erkenne ich ja schon fast kaum hier. Und zwar ist das dann mein Puder, was ich dann später zum Fixieren über den Concealer gebe und übers Make-up. Da seht ihr, das habe ich auch schon ganz gut benutzt. Also Hit the Pan habe ich noch nicht, aber man sieht schon das Fändchen an sich so, ne? Und diese, naja, sagen wir mal das Relief. Genau. Das finde ich auch an sich ganz gut. Also da kann ich nichts gegen sagen. Allerdings interessiert mich dieses neue Puder von Catrice sehr stark, dass er so wasserabweisend sein soll und total lange mattieren soll und so weiter. Und deswegen möchte ich das erstmal aufbrauchen, bevor ich dann, ja, mir das andere kaufe. So, und wenn wir dann fertig sind mit dem Gesicht, habe ich hier von Caudalie das Eau de Beauté. Ihr seht, da ist auch nicht mehr wirklich viel drin. Also da waren mal 30 Milliliter drin. Ich würde sagen, da sind dann vielleicht jetzt noch 10 drin. Und das habe ich halt heute Morgen auch benutzt. Mein Problem an der Geschichte ist, ich sehe nicht wirklich unbedingt einen Effekt. Also wenn ich abgepudert habe und das drüber gebe, dann sehe ich zwar nicht mehr ganz, also sehe ich nicht mehr cakey aus, aber oh, dieser Duft ist einfach so gar nicht meins irgendwie. Also das ist so kräuterig, mit Rosmarin und Thymian und sowas, glaube ich. Also riecht sehr stark nach Kräutern und das ist einfach so gar nicht mein Duft. Und deswegen, oh, habe ich mich dann jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen gescheut, das zu benutzen. Möchte es aber jetzt gerne aufbrauchen. Habt ihr ein anderes Fixing-Spray, was ihr sagt, also wo ihr sagt, das findet ihr richtig gut und es hat auch einen angenehmen Duft und könnt ihr mir empfehlen? Weil bisher bin ich da noch echt relativ ratlos und wenn das aufgebraucht ist, dann brauche ich ja ein neues. Lasst mich das mal wissen. Okay. Und zum krönenden Abschluss habe ich dann jetzt noch zwei Lippenprodukte. Und zwar habe ich hier zum einen von Essence einen Lipgloss, der ist auch schon ziemlich abgeliebt. Steht da überhaupt noch die Farbe drauf? Ach ja, da unten. 21 Diamonds and Pearls. Genau. Seht ihr ja schon, das ist so ein relativ peachiger, schierer Nude-Ton. Kann man eigentlich, denke ich mal, immer tragen, weil der nicht viel Farbe abgibt und auch nicht so spektakulär ist. Aber was mich an dem so stört, ist, dass der so klebt. Oh, ich meine, ihr kennt das bestimmt alle. Ihr geht raus, ihr habt Lipgloss aufgetragen. Es kommt die erstbeste Windböe und eure ganzen Haare kleben im Lipgloss, ne? Ey, da krieg ich zu viel. Ne. Aber der muss jetzt aufgebraucht werden, weil den habe ich schon gefühlte 20 Jahre. Und jetzt ist langsam mal gut. Außerdem habe ich jetzt hier noch zum guten Schluss von P2 Perfect Lips den Mood Balm. Diesen hier. Gab es da verschiedene Nuancen. Ich habe zumindest die Farbe 010 Unique Pink. So. Ja, könnt ihr sehen. Und ich zeige euch jetzt mal den Füllstand. So sieht der Füllstand aus. Also, ich muss mal gerade hier. So ist der Füllstand. Ich würde sagen, auch ungefähr 1,5 cm noch. Und der muss jetzt aufgebraucht werden. Der färbt die Lippen, wie gesagt, ein. Anhand des pH-Wertes oder der natürlichen Lippenfarbe. Ich weiß es nicht. Und ich muss sagen, die Pflegewirkung gefällt mir gar nicht gut. Und auch dieses, naja, diese Einfärbung dann der Lippen, da kommt dann halt auch bei mir so ein Ton raus, der halt relativ pink ist. Und dann ist es halt nicht unbedingt alltagstauglich. Also es wird richtig pink bei mir. Und ja, jetzt möchte ich den halt gerne aufbrauchen. Vielleicht kann ich den ja unter einem anderen Lippenstift auftragen und dann vielleicht irgendwas Nudiges drüber oder so, dass sich das wieder so ein bisschen abschwächt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Das sind jetzt auf jeden Fall die Sachen, die ich gerne in den nächsten 3 Monaten verstärkt aufbrauchen möchte. Und ich werde auch noch ein anderes Video hochladen, wo es dann nicht um dekorative Kosmetik geht, sondern um Pflege- und Hygieneprodukte. Ja, genau. Und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr mitmacht, wenn ihr mir mal schreibt, was ihr in der nächsten Zeit aufbrauchen wollt. Und ja, dann sehen wir uns zumindest in diesem Format erstmal im nächsten Video wieder, wenn es die Pflege gibt und die Hygieneartikel. Und dann ansonsten in 3 Monaten, ne? Wenn dann sozusagen die Auflösung kommt. Und ich denke, wir sind schon alle gespannt, wie das Ganze dann aussieht, ne? Okay. Gut, dann würde ich sagen, Mädels, Arschbacken zusammenkneifen, Zeug aufbrauchen, damit wieder Platz ist für Neues, ja? Okay, gut. Dann macht's gut, ne? Halt die Ohren steif und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!